herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Leider blieb es ja eine längere Zeit aus, gerade weil ich das Problem hatte, dass ich eine Erkältung hatte und noch sehr, sehr lange rumgehustet habe. Und das konnte ich euch eigentlich schlecht antun. Ich hoffe, ich bin nicht allzu leise. Wenn ja, tut es mir auf jeden Fall leid. Ich versuche, so laut wie möglich zu sein. Moment. Oh Gott. Wie man hören kann, bin ich immer noch am Husten. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Okay, macht gar nichts. Okay. Ich gehe einfach jetzt mal dahin. Wird schon richtig sein, denke ich mal. Ich hoffe, ich bin nicht allzu leise. Wenn ja, dann wird es die nächsten Folgen erstmal so sein und dann tut es mir auch so lange leid. Oh, sehr nützlich. Wir schleichen uns mal lieber so vor. Ich habe das jetzt schon lange nicht mehr gespielt und bin ein bisschen aus der Übung. Hier drüben ist das Ziel. Da! Den Weg hier raus. Entdeckung, Krieger! Ja! Ja! Schön unauffällig. Von hinten angreifen. Wir stehen unter Beschuss. Ich hab keine Ahnung, ob der Explosivex funktioniert. Ich mache dich fertig. Bring wir es zu Ende! Jetzt hilft doch endlich! Was für ein Sieg. Endlich. Wir alle sind heute Krieger. So. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum sich du gerne mal... Du sprichst für niemanden. Entschuldigung, warum sich das gerne mal so verzieht, ich weiß nicht. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Thank you.
der sich so stark dafür zieht, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Was nervt. Aber ich kann es ehrlich sagen, es nervt sehr hart sogar. Ich hoffe, dass sich das irgendwann widerlegt, weil wie gesagt, es ist nicht sehr angenehm, ständig da irgendwie das neu justieren zu müssen, nur weil das Ding sich nach oben zieht. Jetzt geht's wieder. Aber vorher geht's die ganze Zeit so nach oben, obwohl ich das nicht wirklich berühre, noch nicht mal das Teil. Ich berühre es noch nicht mal. Ich glaube, ich muss einen Tick. So. Wenn es jetzt so arg rauscht, tut es mir auf jeden Fall leid. Ich habe schon alles so eingestellt, dass es eigentlich nicht rauschen sollte. Im Normalfall. So. Aber das ist schon normal, so. Ich werde das hier nehmen. Näher ran. Ich entschuldige mich nochmal fürs Husten. Ich kann es manchmal gar nicht so schnell muten, wie ich husten muss meistens. So. Warum ich jetzt schon schleiche oder hier die ganze Schleiche, weiß ich nicht. Ich fand es irgendwie sinnvoll. Ich dachte, das könnte man einfach so zerstören. War wohl dem nicht so. Bisher nichts. So. Wer liegt hier? Tot, aber noch nicht lange. Vorsicht! Der nächste. Okay. Oh, Wüsteplatz, das ist gut. Aber wie kriege ich... Wie soll ich diesen Alarm zerstören? Ich muss irgendwo hoch, oder? Das sind Leute von mir. Okay, ich gehe mal hier hoch, ich will mal was gucken. Und wieder, das meinte ich, es zieht sich wieder nach oben, obwohl es das gar nicht soll. Hör doch mal auf. Mhm. Entschuldigung. Hör
Arme auf, ständig dich zu verziehen, wenn ich da auf irgendwo... Okay, kapiere ich so nicht. Ich denke mal, ich auf diese komischen grünen Fässer ziehen, aber... Oder? Sie ist da entlang. Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich bin, glaube ich, zu dumm mittlerweile für das Spiel. Hier ist absolut gar nichts. Wer denn? Kalt wieder, das zieht sich da oben, obwohl ich eigentlich gar nichts mache. Bringen wir es zu Ende! Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Ah ja, du musst da hinten raus. Kann es sein, dass man das irgendwie durch das Bewegen kommt? Oder ja, nicht mal eigentlich. Dann kennen wir uns jetzt ja. Jetzt habe ich hier gleich den Controller. Einfach nur, weil es mich ein bisschen nervt, dass es jetzt sich alles bezieht. Sie ist verschwunden! Was für ein Sieg, Wächter! Okay, wir haben es geschafft. Auch gut. Aber ich werde gleich Gegner flankieren. Sofort angreifen! Hey. Ich weiß wirklich nicht, was das ist. Gegner umzingeln! Das nenne ich einen Sieg. So. Kleinen Moment. Wo war jetzt da noch ein Controller? Das ist nicht einer. So, jetzt wechsle ich einfach mal den Controller, um zu gucken, ob das daran liegt. Entschuldigung. So. Okay, wir haben eindeutig, glaube ich, so viel Scheiß in der Tasche. Huh, Entschuldigung. Okay, wir sind einfach voll mit dem ganzen Scheiß. Okay. Ich nehme einfach mal jetzt mal das da. Wir können es gebrauchen. Gehst du wieder da hoch. Problem ist, dass halt von diesem Controller der Akku fast leer ist.
ist es immer irgendwas. Aber wer weiß, wie lange wir das Ganze hier überhaupt noch machen können, wenn alles so wirklich durch ist, wie es durch sein soll, dann haben wir sowieso irgendwann mal ein tierisches Problem. Dann wird das nicht mehr so einfach mit dem mal hier einfach mal displayen und so. Aber das möchte ich hier nicht zum Thema machen, das ist, ja, wir haben schon viel durchgekaut und das wird einfach nicht viel bringen. Gleich mal eben. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Den Controller anschließen an der PlayStation, einfach um den Akku aufzuladen. Warum der, wie gesagt, der andere da so Probleme macht, weiß ich nicht. Ob der hier jetzt genauso die Probleme macht, weiß ich natürlich auch nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Aufgeladen werden. Eigentlich. Aber wer weiß das schon, ob das stimmt. Okay. Da Kräuterli sammeln, wenn wir brauchen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Eben. Und wir werden es definitiv brauchen. Weil ich einfach zu doof bin, um dieses blöde Lammerlack anders auszuschalten. So. Kann ich eigentlich irgendwas herstellen, wie zum Beispiel jetzt noch eine Tasche oder so? So eine Pfeile wäre cool. Wo war denn das jetzt? Das hier? Nee. Herstellen, da war es doch nicht doof. So. Da wird mir wenigstens das nochmal herstellen. Ah. Ein bisschen mehr Munition wäre eigentlich sehr vom Vorteil, aber ich glaube, ich kann nur wirklich 30 von 30 machen. Geht nicht anders. Ich dachte, ich könnte mehr hinkriegen. Egal. 30 ist besser als gar nichts. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, egal. Die Sache endet hier. Das wird dieses Alarmding. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Nein, habe ich nicht. Warum? Hast du was Besseres zu tun? Ich meine, klar, ich würde auch gerne viel lieber irgendwo anders so sitzen, am Strand zum Beispiel. Das wäre doch was Schönes. Am Strand sitzen und chillen. Das wäre toll.
gehen auf. Was ist da hinten in Rot? Da hinten hat es gerade rot geleuchtet, oder? Ach, guck mal da. Jede Menge anscheinend von Wächtern, oder wie? Wenn ich es nicht bräuchte, würde ich es nicht sammeln. Aber wir haben uns schon unsere Zeit überschritten, so ein kleines bisschen. Deswegen sage ich hier und jetzt erstmal tschüss und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es tut mir leid, dass es, wie gesagt, so lange nichts mehr kam. Aber wie gesagt, ich war auch erkältet und ich möchte ungern in kranken Zustand aufnehmen. Ich glaube, das kann man auch verstehen, oder? Also, da würde ich sagen, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!